Herzlich willkommen, ich bin Ipanex und ich begrüße euch zu Star Wars Old Republic und unserem Jedi-Gelehrten. Ja, ich habe mich schon mal auf den Weg gemacht, hier vom Cha'an Außenposten zum dunklen Herz, wo wir natürlich jetzt reingehen werden. Nur uns wird der Weg noch ein wenig versperrt. Ja, dann machen wir die mal kurz hier alle. Zack. Schon tot. Die werden auch nicht lange leben. Na los. Zack. Da unten warten auch schon wieder welche. Alle tot. Da ist schon wieder welche, ey. Hier ist ganz schön voll. So, wo müssen wir denn hin? Oh, einfach nur geradeaus. Glück haben. Upsa. So, stirb. So, dann machen wir uns mal auf den Weg hier rein. Oh, okay. Was wollt ihr denn? Naja, das geht ja alles. So, ein Stein. Drei Altäre. Ich meditiere, um Erleuchtung zu erlangen. Alle nistenden Bestien werden erwachen. Gibt es eine letzte Lektion, die euch diese Altäre lehren können? Altäre sind Leben, Tod, Pflicht. Mystiker müssen das wissen. Innen, das Ende meiner Reise. Okay, was ein Freak. Okidoki. Entschuldigung. Oh, jetzt kriege ich auch noch einen Niesanfall, ey. Ach, ich bin allergisch gegen Katzen, ey. Das merkt man ja auch wohl. Noch mehr? Ne, das waren sie. So, müssten jetzt eigentlich noch zwei folgen, ne? Auf jeden Fall da geradeaus. Ah.
ist wieder so ein blödes Ding hier. So, hock dich da hin. Mach ein Nickerchen. Ich kümmere mich um den Rest. Ach, du schon wieder. Ich hab gesagt, jetzt kommt hier was anderes. Hört sich nach was Größerem an. Sag ich doch, da war was Größeres. Der hat doch gar keine Chance. So. Komm, Kollege, du bist hier fertig. Jetzt ab in den letzten Raum. Ausgedienter Wächter. So. Geh dran. Mach weiter. Licht in der Dunkelheit. Großvater, du bist gestorben. Die Höhle und die Bestie. Vor meiner Rettung. Es tut mir leid, dass ich euch nicht retten konnte. Klauen in meinem Fleisch, Gaidenko. Mein Atem verblasst. Mein letzter Gedanke. Scheitern. Großvater, halt! Die Hoffnung bleibt. Wir sind dieser düsteren Wiege entsprungen. Die Altäre sind unsere Wurzeln. Leben, Tod, Pflicht. Hier ist alles möglich. Bitte darum und das Leben kehrt zurück. Deine Eltern, deine Schwester, deine Vettern. Ich selbst kehre zurück. Soll es so sein? Diese Länder sind korrumpiert. Die Erscheinung könnte lügen. Ich, meine Familie. Nein, ich muss annehmen. Von dem lernen, was notwendig ist. Ich darf nicht selbstsüchtig sein. Du trägst die Last eines Mystikers auf deinen Schultern. Aus freiem Willen. Die Ausbildung ist abgeschlossen, Gaidenko. Großvater, dein Tod. Ich verstehe nicht. Du wirst dein Leben brauchen, um zu verstehen. Jedi, euer Schutz hat dies möglich gemacht. Ich glaube, ich könnte viel von euch lernen. Ich biete euch die Wahrheit. Eine Frage, um euch zu leiten. Fragt. Könnt ihr mir sagen, wer der Erstgeborene ist? Der Erstgeborene steht immer hinter euch. Er ist der Anfang und endet nicht. Wartet, das kann doch nicht alles gewesen sein.
Ein kleines Geschenk, versteckt, um das Leiden zu erleichtern. Es gehört euch. Die Dunkelheit lauert. Die Heilung muss beginnen, Jedi. Sucht die Trennung. Leb wohl, Gaben Co. Großvater, ich werde... Jedi, wartet! Ich sehe! Die Welt ist anders. Schön. Eine Vision. Ich bin ein Mystiker. Worum ging es in eurer Vision? Zwei Sonnen. Eine scheint, die andere ist tot. Ein Berg bis zu den Sternen. Die drei müssen es erfahren. Dann auf nach Voska. Okidoki. Auf nach Voska. Gut, hier drin haben wir nichts mehr zu tun. Dann gehen wir nach Voska. Ist das hier? Das hier müsste, glaube ich, Voska sein. Republikanisches Viertel. Ich glaube, da ist das. Ja, hier sind wir. So. Geht zur Kammer der Drei. So, dann gehen wir mal zur Kammer der Drei. Er ist ja jetzt ein Mystiker, also da müsste er uns jetzt eigentlich auch sagen können, wo wir das Artefakt finden, oder? Also denke ich mal. So, mal hier rüberfliegen. Neues Gebiet entdeckt. Da oben müssen wir rein. Na, ich sehe schon wieder, da wird scheiße, hier hochzukommen. So. Dass die Wege auch immer so krass lang sein müssen, das verstehe ich auch nicht, ey. So. Ab hoch hier. Oh, guck mal, das sind schon drei. Willkommen, Jedi. Ich bin Sanvi, einer der drei. Dies ist ein freudiger Tag. Die Deuter sprechen. Gaben Kos Vision ist echt. Gaben Co., wir ernennen euch zum Mystiker. Seid stets weise. Ihr habt viel gelernt. Und ihr seid etwas erwachsener geworden. Dank eurer Führung. Gaben Co.'s Gefolge wächst. Deuter warten. Heiler kommen vom Schrein. Jenna Say meldete sich freiwillig, um seine Wachen anzuführen. Diese Wachen sorgen für seine Sicherheit? Ja, eine bewaffnete Eskorte. Da ist noch Gaben Co.'s Vision. Die Deuter sprechen. Gaben Co.'s Vision ist klar. Das ist ungewöhnlich. Er muss eure Macht sehen, beide Seiten. Hier kann er nicht lernen. Gaben Co. muss mit euch reisen. Wenn er dazu bereit ist, würde ich ihn gerne auf meinem Schiff willkommen heißen. Ich werde die Galaxis sehen, die euch geschaffen hat. Wir gewinnen einen Mystiker?
Jetzt verlieren wir ihn an die Fremden. Ich bin nicht verloren. Ich bleibe neutral. Voska sollte das auch. Kein Imperium, keine Republik. Noch nicht. Beobachtet beide Seiten. Unsere Taten werden für uns sprechen. Wir warten auf eure Erkenntnisse, Gaden Co. Tragt Voss stets bei euch. Das werde ich. Verzeiht, ich muss mein Gefolge begrüßen. Ruft mich, wenn wir aufbrechen. Okidoki. Ja. Jetzt haben wir einen Gefährten. Aber immer noch nicht das scheiß Artefakt. Ich hab gedacht, der zieht das jetzt aus der Tasche oder sowas. Aber, nö. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.